Wie selbstbewusst geht Ihre Mannschaft in das Spiel und was macht Ihre Mannschaft in dieser Saison so stark? Vorab möchte ich auch im Namen des FC Union Cottbus alle hier recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Wir sind, das möchte ich vorab sagen, sehr stolz auf unsere Spieler, die es geschafft haben, dass sich der Verein sportlich für dieses tolle Ereignis qualifiziert hat. Die Jungs sind mental unheimlich stark, haben einen guten Charakter, sind mit beiden Beinen auf den Füßen, haben das ganze Jahr über toll gearbeitet, waren fleißig und ich bin froh, dass sie jetzt für ihren Fleiß und für ihre harte Arbeit belohnt worden sind. Ich möchte mich auch in diesem Zuge bedanken bei meinen Kollegen, die diese Mannschaft das ganze Jahr über toll betreut haben. Unser Co-Trainer Patrick Schrade, der für unsere Spieler ein toller Ansprechpartner ist. Daniela Müller, unsere Physiotherapeutin, die die Jungs medizinisch super betreut. Und Stefan Busch, unser Betreuer, ist wahrscheinlich der weltbeste Betreuer. Toller Junge. Und nicht zu vergessen unsere Athletiktrainer Tim Patzig und Mike Rosch. Ohne ein gutes Team um das Team kann nicht so eine tolle Mannschaft entstehen. Wie gesagt, wir sind sehr stolz auf die Jungs und freuen uns natürlich auf das Spiel morgen. Zum Schluss vielleicht, weil die Frage vielleicht kommt, für uns ist es wichtig, morgen ein gutes Spiel zu machen. Weil wir ja auch wissen, dass viele Zuschauer aus Cottbus kommen, die uns schon vorab toll unterstützt haben. Und ja, wir wollen einfach den Leuten zeigen, dass wir für sie Fußball spielen, dass wir typische Cottbuser Tugenden in das Spiel reinsetzen wollen. Aber das ist uns auch wichtig, dass wir zeigen wollen, dass wir auch kicken können. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir ein schönes Spiel morgen sehen. Herr Hartmann, gibt es morgen einen Favoriten? Guten Tag erstmal. Klar, ich sag mal, von der Parfümform her sind wir sicherlich der Favorit, aber ich habe es halt auch schon die letzten Tage oder die letzten Wochen eigentlich gesagt, wenn man den Gegner sieht, der eben halt im Pokalwettbewerb vier Bundesligisten rausgeschmissen hat und dort eben halt auch, vielleicht bis auf das letzte Spiel oder halt im Elfmeterschießen sicherlich immer ein bisschen Glück dazugehört, aber ansonsten klare Ergebnisse erzielt hat, muss man dort sicherlich vorsichtig sein, aber ich glaube, wir haben halt in den letzten Wochen sehr, sehr gut gearbeitet. Die Jungs sind sehr fokussiert drauf, freuen sich drauf, vor allen Dingen, weil es halt auch in unserem eigenen Stadion ist und dementsprechend werden wir die Sache natürlich auch so angehen. Philipp, zum zweiten Mal steht NG Cottbus im Finale der Junioren. Überwiegt in der Mannschaft eher Vorfreude oder Aufregung? Ich denke beides. Also die Vorfreude ist natürlich riesengroß für uns und für die ganze Mannschaft. Und es hat auch eine riesen Bedeutung für uns, auch für den Verein, für die Fans. Und ja, in den letzten zwei Jahren war jetzt nicht so viel Positives, auch bei Männern. Und es ist natürlich auch was Schönes, wenn man den ganzen Verein mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit verschaffen kann. Und ja, so Nervosität ist natürlich auch vorhanden. Wir haben eine gute Mischung zwischen Anspannung und Lockerheit. Und ich denke, ist morgen auch gut fürs Spiel. Wir gehen natürlich auf klare Außenleiter ins Spiel, aber wir werden alles dafür tun, wir kämpfen. Und dann denke ich, werden wir was Gutes holen. Nico, dann seid ihr offiziell Gäste, inoffiziell natürlich Hausherrin, ihr spielt zu Hause. Was bedeutet es dir, was bedeutet es der Mannschaft in Berlin, so ein Pokalfinale zu spielen? Ich denke mal, es bedeutet der ganzen Mannschaft viel, auch den Fans und Berlin auch. Hertha hat es im Männerbereich nicht so oft geschafft, im Pokalfinale zu bekommen. Deshalb sind wir glücklich, dass wir als Hertha zu Hause im Pokalfinale sind, dass wir es mal geschafft haben. Und ja, die Mannschaft braucht man nicht mehr motivieren. Die ist komplett motiviert.
bei oder jeder Einzelne bei uns im Kader, in der Mannschaft, auch das Funktionsteam sehr motiviert. Und ja, wir sind optimistisch, dass wir den Pokal holen können. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informieren.